Hallöchen, willkommen zurück zu Bild Kurt Schwarz, Final Fantasy 8, im Let's Play, im Stream, mit meinen Freunden. Blechwalz und Black Eyes sind auch wieder dabei, voll cool, freut mich sehr. Ein neuer Tag, ein neuer Wahnsinn und ich weiß jetzt endlich, was diese komischen Symbole zu bedeuten haben. Ich habe die letzten paar Stunden echt eiskalt gescheatet, ohne es zu merken. Wisst ihr das eigentlich? Ja, wem ist es aufgefallen? Niemanden. Während ich nämlich irgendwo zwischendrin mal versucht habe, ein paar Buttons zu drücken, um irgendwelche tollen Fähigkeiten einzusetzen, habe ich dann halt eben hier mal den angemacht und so weiter. Und ja, im Endeffekt habe ich mich hier die ganze Zeit im Kampf selbst geheilt. Es gibt noch mehr. Ich kann hier noch mehr Sheets eingeben. Das ist total kacke. Und es ärgert mich gerade richtig, weil ich quasi den absoluten Easy-Mode hier draus gemacht habe. Und ich bin jetzt leicht sauer deswegen, weil es... Meh. Na gut. Man soll aus seinen Fehlern lernen. Dafür wird es ab jetzt ein bisschen schwieriger für uns. Ich will hier raus. Aber Pech gehabt, muss ich mitleben. Wie schon bei Morrowind stand... Du hast einen wichtigen Charakter in dieser Handlung vernichtet. Lebe in dieser verdorbenen Welt, die du erschaffen hast. Ja. Wir sind letztes Mal schon hier entlang gelaufen, bevor wir den Weg zurückgegangen sind. Und Moment, irgendwas ist mit dir? Wald. Mogri. Eule. Geheiminfo Nummer 3. Timber wurde nach dem Wald benannt. Ursprünglich lag Timber mitten in einem atemberaubenden, schönen Wald. Danke. War das relevant? Ja doch, eigentlich ist das relativ relevant gewesen, weil hier unten gab es eine kleine Schlägerei oder sowas. Und hier unten liegt einer. Was nun? Zugucken. Der schmeckt nicht. Er trinkt Wein aus der roten Flasche. Scheint ziemlich betrunken zu sein. Okay, sprechen wir nun. Gehst du bitte aus dem Weg? Selbst wenn Knabe versucht zu verscheuchen. Gib mir mehr Wein. Okay. Über die Karte erzählen? Ist das nicht deine Karte? Hui, wo hast du die her? Wir haben die so ein paar Typen abgezogen. Ich habe sie draußen gefunden. Wirklich? Naja, ist auch egal. Vielen Dank, mir geht's jetzt viel besser. Du kannst die Karte behalten. Die schenke ich dir auch noch. So, ich mache mich auf die Socken. Ja, oh cool. Tomberry-Karte. Hey Barkeeper, hilf mir mal, ich komme alleine nicht hoch. Pff. Das war ja aber gut geregelt. Sehr schön gelöst. Bevor wir da weitergehen, schaue ich doch noch mal ein bisschen hier den Weg entlang. Ich kann nebenbei auch einfach die Kämpfe ausschalten. Also, das ist total kacke. Das ist total kacke. Wenn ich den rechten Analogstick mache, drücke, dann bekomme ich hier diesen im Kampf Regenerationsding. Wenn ich den linken Analogstick drücke, laufen meine Leute wie auf LSD. Und wenn ich beide gleichzeitig drücke, kriege ich keine Kämpfe mehr. Das ist so schlecht. Keine Ahnung, warum Square Enix sich gedacht hat, es wäre vielleicht eine tolle Idee, die Cheats in die reguläre Steuerung einzubauen. Mann. So, das ist nämlich auch der Grund, warum wir hier warum der ATB-Balken immer voll war am Anfang und warum wir die ganze Zeit Angriffe machen konnten. Wie ein Berserker. Und warum Selfie auf einmal so übertrieben stark war. Mann. So, jetzt wollen wir hier aber auch mal ein bisschen Action machen. So, weil jetzt bringen nämlich auch die Guardian Forces endlich was. Ich habe mich nämlich auch gewundert, warum die nie wirklich vernünftig ausgelöst haben. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn der ATB-Balken permanent voll ist,
Dann sind natürlich auch die Kämpfe voll für den Arsch. Der Gegner kommt zu nichts. Meine Charaktere kriegen keinen Schaden. Das ist voll blöd gewesen. So. Richtiger Abfuck. Nee. Ja, toll. Gleich das Anfeuern verkackt. Wobei man das eigentlich lieber gar nicht braucht. Oder zumindest nicht so. Also das würde jetzt ein Overkill gegen den Typen hier. Gegen beide Typen. So, nervt mich das? Ich hoffe, ihr versteht meinen Frust bei der Sache, weil das war definitiv so nicht gewollt. Wobei ich natürlich ganz gerne die Random kämpfe. Am liebsten würde ich ignorieren wollen. So, mal gucken, wer zuerst kommt. Ja, das ist zwar schön und gut, dass das vielleicht für ein Speedrun gedacht ist, aber trotzdem finde ich das ja... Nee, also ganz ehrlich, nee. Das hätte man, wenn man das wirklich haben möchte, dann soll man dafür ein Menü erstellen und dann kann man die sich einschalten, so wie wenn ich hier jetzt beispielsweise Escape drücke oder so, dann kommt ja dieses Menü. Das ist ja okay, dass man hier dann anfangen kann, Cheats und Boosts und so weiter einzustellen. Ja, meinetwegen komme ich mit klar, finde ich in Ordnung, aber auf Controller-Tasten halt eben solche Cheats zu packen, ist doch mal wohl voll daneben. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Nee, jetzt bin ich... Also das frustet mich ein bisschen, weil ich das echt die gesamte letzte Zeit über im Spiel hatte und ich mich gewundert habe, warum meine Leute keinen Schaden nehmen, warum alles so locker flockig aus dem Handgelenk läuft. Und dann sowas. Na gut. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Aha. Guten Hunger. Magst du was trinken? Ja, warum nicht? Das ist fein. Der Wasserhahn ist dort. Trink so viel du willst. Genier dich nicht. Es ist ja sowieso nur Wasser. Okay. Achso, da ist der Wasserhahn. Kann ich ihn trinken? Nee, kann ich nicht. Die Wohnung ist etwas zu klein für eine fünfköpfige Familie. Mutter und Oma merken das nicht, aber sie, da sie täglich arbeiten gehen. Wenn ich vorschlage, umzuziehen, fängt mein Opa an zu nörgeln. No. Menschen sind komisch. Warum verlieben sie sich, obwohl niemand es ihnen beigebracht hat? Das ist ja... Das sind die richtigen High-Ends, das sind die richtigen High-End-Fragen hier. Mittlerweile fahren schon 4 Bahnlinien durch die Stadt. Langsam wird's hier gefährlich. Soll ich dir sagen, wohin die Züge fahren? Das wäre nett. Von diesem Bahnhof aus geht es nach Dollet. Vor der Kneipe fährt der Zug in Richtung Wüste. Beim Zoohändler fährt der eine nach Ballam und vor dem Timbermaniacs der nach Deling City. In Timber gibt es 4 Bahnlinien. Leider muss man ein ganzes Stück laufen, um umzusteigen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Dorf nur aus Eisenbahnen besteht. Da will ich gar nicht hin. Ich will hier noch diese... mit den Kindern. Hoffentlich kommt bald der Zug. Yay. Wenn ich mir angucke, wie groß die Züge sind, glaube ich, reißt der eigentlich diese Mauer doch hier ab. Diese Brücke. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Oh, die Bahnrichtung Garden Ost und Dollet ist zurzeit außer Betrieb. Ah, okay, hier hätte ich wahrscheinlich nur umsteigen können. Na gut, okay. Dafür haben wir jetzt diesen einen Weg freigeschaltet. Dann gehen wir doch mal da entlang. Achso, dafür muss ich hier wieder... nicht da lang. Muss ich hier wieder runter. So, wie war euer Tag? Ich meine, es ist 18 Uhr. 18.20 Uhr, genau. Wir haben hier gerade erst angefangen mit diesen wunderschönen Aufnahmen.
Wir könnten ja mal Diablos casten. Einfach nur so just for fun. Hattet ihr einen guten Tag in Start in den Tag? Bist du eben geschlafen? Okay, du kamst ja aber auch direkt aus der 48-Stunden-Schicht irgendwie, so hast du gesagt, ne? Genau. Ja, ich habe auch eher so Kleinkram gemacht. Also mit Kleinkram meine ich, war ein bisschen einkaufen und sowas. Also im Endeffekt nichts Besonderes. Ich werde zwischenzeitlich mal den Stream vermuten, also nicht den Stream, sondern die Aufnahmen nochmal für ein Stündchen oder so abbrechen müssen, weil ich nochmal Abendessen machen muss für die gute Aya und für mich. Ach wie schön, hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Hey, wer ist denn da unten? Okay. Achso, Moment. Der Typ könnte uns vielleicht mal irgendwas geben. Oh, süß, eine Katze. Aha, was ist das denn hier? Drawpunkt entdeckt, Analyse gefunden. Gleich mal ans Wall geben. Das ist ja witzig. Da geht man einmal kurz wieder zurück und dann kommt hier so eine Analyse. Ups, scheiße, ist so viel getrunken. Ich kotze gleich. Geh weg. Das ist ja ekelhaft. So, wo sind wir denn hier? Okay, hier können wir anscheinend hochlaufen. Oh, was steht da? Ich kann das nicht lesen. Back to the Future? Keine Ahnung. Wow, ein riesiger Bildschirm. Was ist denn das hier eigentlich? Dieses Störsignal wird auf sämtlichen Frequenzen gesendet. Sie müssen erst beseitigt werden, bevor man hier was senden kann. Stimmt eigentlich. Der Präsident ist jetzt im Studio. Da sind Millionen von Wachsoldaten. Wir kommen niemals da rein. Was machen wir jetzt? Wir ändern den Plan. Wenn der Präsident weg ist, ziehen sich die Soldaten bestimmt zurück. Wir gehen dann auf Sendung. Zwar ist es nicht mehr so spektakulär, aber es geht nicht anders, oder? Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Mach dir keine Gedanken um uns. Wir fügen uns deinen Befehlen und kämpfen, okay? Das ist unser Job. Ich bin ein Seed. Ich bin zu allem bereit. Das ist doch dämlich. Nur blind gehorchen, ist das euer Job? Dann habt ihr sicherlich ein sehr leichtes Leben. Sag, was du willst. Wir sind das Werkzeug für eure Ziele. Obwohl ich denke, dass ihr es nicht schafft. Was willst du? Sprich dich aus! Vergiss es. Sprich dich aus, verdammt nochmal, aus! Vergiss es, ist schon gut. Nein, ist es eben nicht. Das ist ein Befehl. Ich bin der Auftraggeber. Na gut. Wie ernst meint ihr das Ganze eigentlich? Pläne aushacken, als wäre alles ein Kinderspiel. Und diese Pläne ändert ihr auch nach Lust und Laune. Ohne unsere Ratschläge seid ihr doch aufgeschmissen. Denkst du, uns macht es Spaß, Amateure wie euch zu gehorchen? Das war jetzt ein bisschen hart. Ist mir egal, ich gebe ihm recht. Irgendwie habe ich mich geirrt. Ich dachte, dass alles klappt, wenn die Seeds herkommen. Aber das ist nicht so einfach. Ihr seid Auftragnehmer und nicht unsere Kumpels. Die Mission wird abgebrochen. Wir ziehen uns erstmal zurück. Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Eine Frage habe ich noch. Sehen wir denn echt so aus, als würden wir hier rumspielen? Aber es ist uns ernst. Tierisch ernst. Was zum?
Geht die Sendung jetzt los? Scheint so. Test, Test, 1, 2, 3. Wow. Liebe Zuschauer, können Sie mich sehen? Können Sie mich hören? Diese Sendung kommt nicht aus dem Netz, liebe Zuschauer. Das erste Mal seit 17 Jahren wird eine Sendung per Funk übertragen. Es ist unglaublich. Verzeihung, ich habe vor lauter Aufregung die Fassung verloren. Der galbadianische Präsident, gewählt auf Lebenszeit, wird nun eine Rede halten. Meine Damen und Herren, Präsident Dehling. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute einen Vorschlag unterbreiten. Wir sind dazu bereit, alle Konflikte beizulegen. Wusste ich doch, er will Frieden schließen. Leider existieren immer noch kleinere Probleme, die wir nicht lösen müssen. Die wir noch lösen müssen. Ich möchte ein Treffen mit allen Staatsoberhäuptern einberufen. Bei dieser Gelegenheit werde ich unsere neue Botschafterin vorstellen. Hey, 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 so ein Theater wegen einer Botschafterin? Sie ist eine Hexe. Hexe? Hey, Cypher! Was macht er da? Und Crystal Streep? Geht nicht zu nah ran! Was machen wir, Squall? Hört auf! Ihr provoziert ihn nur. Wir arbeiten jetzt für die Waldeule. Das hat nichts mit hat uns nicht zu interessieren. Timbertrupp, hört ihr mich? Kommt bitte schnell. Ihr habt die Befugnis. Ich brauche euch. Damit sind wir gemeint. Chef, Squall? Wenn dem so ist, dann müssen wir aber auf jeden Fall nochmal eben schnell koppeln, weil wir haben nämlich, jetzt Cell in der Gruppe und dafür müssen wir erstmal von Rinoa alles abnehmen, lösen alles, ja, und jetzt müssen wir Cell koppeln, jawohl. Ach shit. Achso, das macht ja nichts. Man kann ja die Zauber von A nach B verteilen. Dann Rinoa. Tausch. Alles. Wer soll empfangen? Cell von Rinoa, bitte. So. Koppeln. Da ist er. Cell optimal auf Stärke. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, Abilities, seht ihr mal. GF, Draw und ich glaube, ihm gebe ich diesmal Zauber mit. Obwohl er 2 GFs, dann nimmt er lieber Item. Aber Squall sollte... Ah ne, Squall hat Zauber, sehr gut. So, trotzdem fehlt mir noch ein bisschen was. Zauber. So, Blende. Oh, Blende bringt hier irgendwie... Ach doch, bringt 6%. Zustand haben wir nicht. Okay. Wie sieht es denn bei ihm aus? Mit Koppeln Zauber. Okay, ich glaube, das ist okay. Passt schon. Wollen wir mal gucken. What the? Was war das denn?
Ich werde ihn verhaften. Was machst du denn hier? Siehst du doch, was wollt ihr jetzt mit ihm? Was wir wollen? Verstehe. Er kennt ihn nur. Ist er ihretwegen hier? Ich hab's. Du bist wegen Rinor. Halt bloß die Klappe, Hasenfuß. Er hat die Wachen überrumpelt und ist aus der Haft entflohen. Du Vollidiot. Sel, bitte. Halt den Mund. Ich kapier's jetzt, Quistis. Wir bringen ihn wieder in den Garten zurück. Halt's Maul. So, ihr seid also vom Garten. Wenn mir etwas passieren sollte, wird die Galbadia-Armee die Garden alle vernichten. Lasst mich jetzt los. Jetzt haben wir wirklich Probleme. Wessen Schuld ist das? Ich hau jetzt ab. Viel Spaß noch, Leute. Krass, an diese Stelle kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Sehr interessant. Hallo, ich bin Cloud. Quatsch, ich bin Squall. Ich werde jetzt eine Rede halten. Ich habe da so eine Idee. Wir überfallen die Armen und Krüppel. Die reichen Gesunden, die wehren sich immer so doll. Wir reiten verdammt auf den Sack. Armer Junge. Komm nicht näher. Armer, verwirrter Junge. Willst du weiter oder zurück? Du musst jetzt entscheiden. Geh weg! Das Kind in dir sagt, geh weiter. Der Mann in dir sagt, geh zurück. Du weißt nicht, was nun richtig ist. Du brauchst Hilfe. Du willst doch aus der Misere befreit werden? Fresse! Es ist keine Schande, um Hilfe zu rufen. Noch bist du ein kleiner Junge. Nenn mich nicht Junge. Du willst kein Junge mehr sein? Ich bin kein Junge. Wenn du nicht mehr zurück willst, nimm Abschied von deiner Jugend. Nanu? Irgendwie checke ich diesen Part gerade nicht. Was ist passiert? Wo ist denn Cypher? Keine Ahnung. Ihm wird doch nichts passieren. Dieser Move gerade. Tabbel, tabbel. Weiterlauf. Sehr interessant. Ich halte hier so lange Wache. Geht schnell zurück in die Stadt. Okay. Aber das war jetzt gerade eben ein sehr seltsames Ereignis. Unser Zug wurde zertrümmert. Sie haben ihn aufgespürt. Was ist mit den anderen? Sie kommen schon klar. In Wegrennen sind sie Weltmeister. Okay, da ist Quistis. Wir müssen Timber für eine Weile verlassen. Bring mich bitte in Sicherheit. Das ist ein Befehl eures Auftraggebers, okay?
einverstanden. Seid ihr jetzt glücklich? Sind hier alle glücklich? Sind hier alle glücklich und zufrieden? Wir kriegen einen Auftrag nach dem anderen, aber haben noch kein Geld gesehen. Voll frech. Aber okay, passt schon. Ach, da ist die Tür. Ich dachte, die wäre einfach geradeaus weiter. Rinoa, ich habe gehört, was mit euch passiert ist. Bis sich die Lage beruhigt hat, könnt ihr bei uns bleiben. Danke, das werden wir. Komm schon, Squall. Okay, wo geht's hin? Müssen wir jetzt in... Ah, hierher. Okay, bin unterwegs. Ich folge euch. Ah, hier ist ein Häuschen. Da hätte man reingehen können. Cool. Ruht euch aus, wenn was passiert, sage ich es euch. Danke, Boss. Boss? Sie ist der Boss der Waldfüchse. Die meisten Stadtbewohner sind in Widerstandsgruppen organisiert. Aber wir sind die einzigen, die einigermaßen aktiv sind. Lasst uns hier ausruhen. Ich verstehe nicht. Was wollte Cypher? Er wollte wahrscheinlich uns Waldeulen helfen. Er kannte unsere Pläne. Redet bitte nicht so schlecht über ihn. Ist niemand zu Hause? Macht keinen Radau. Ich habe kleine Kinder. Was wollt ihr hier? Schnell, nach oben. Schaffst du das alleine? Ich denke schon. Es gibt eine Legende. Meine Mutter soll den Feind mit Stärke, Kochkünsten und Sexappeal besiegt haben. Sexappeal? Klingt ja echt nach einer Legende. Hey, ich will mich noch im Haus umgucken. Ach, wie gemein. Na gut, dann sind wir halt eben hier. Er war wütend, als er hörte, dass nur 3 Leute nach Timber geschickt worden sind. Er sagte, sie müssen womöglich gegen ganz Galbardia kämpfen. Aber trotzdem wurden nur Amateursets entsandt. Verdammt, dann gehe ich selbst nach Timber. Ich dachte nicht, dass er es ernst meint. Du kennst Cypher, bei so etwas versteht er keinen Spaß. Gott, bin ich fertig. Ja, oh, Katze. Katze. Und guck mal, wie die rollt sich und die... Oh ja, streck dich. Ich will dich kuscheln. Ob er okay ist? Ich mag Katzen. Katzen sind was Tolles. Was wird nun aus ihm? Möglicherweise ist er schon hingerichtet worden. Wie kannst du so etwas sagen? Irgendwie tut er mir leid. Er tut dir leid? Wenn Cypher das hören würde. Was lachst du denn? Du gemeiner Bastard. Warum glaubst du, dass Cypher schon tot ist? Das ist... Der Präsident und die Hexe sind verbündet. Das bedeutet, für die Hexe ist Cypher ein Feind. Es ist daher wahrscheinlich, dass er schon hingerichtet worden ist. Trotzdem. Ich hoffe, dass er noch lebt. Hoffen darfst du noch. Aber die Realität ist hart. Solche Dinge passieren nun mal. Daher... Ich mache mir keine Hoffnung. So wird man am wenigsten verletzt. Es geht mich ja auch nichts an, was du dir erhoffst oder denkst. Du bist kaltherzig. Du bist gemein. Und? Lass mich doch. Die Galbardia-Soldaten sind abgezogen. Nur wenige sind noch stationiert. Es ist die Gelegenheit. Ihr solltet schnell aus der Stadt, bevor die Soldaten wieder anfangen, die Widerstandsgruppen zu jagen. Das ist mal eine tolle Angelegenheit. Also, gibt's hier noch irgendwas?
Nee, aber diese Katze. Komm, kuschel. Ich will diese Katze kuscheln. Die ist so brav und sitzt da auf und steht da auf dem Bett. Ich will heim. Sag, was guckt denn da die ganze Zeit in der Ecke rum? Wir sind alle erschöpft. Ja, okay. Hab's verstanden. Was macht ihr jetzt? Tja, gute Frage. Squall, haben wir einen Plan? Wir müssen aus der Stadt. Wir können nicht einfach so die Stadt verlassen. Ah, ja, gute Idee. Hast du einen besseren Plan? Gardenverhandelsregel, Verhaltensregel, Kapitel 8, Paragraph 7. 8, 7? Falls eine Rückkehr zum Garten nicht möglich ist, haben sich die Betroffenen im nächstgelegenen Garten zu melden. Nächstgelegener Garten. Sehr gut. Von hier aus wäre das der Galbadia Garten. Von hier geht eine Bahn, die nach Garden Ost fährt. Von dort gehen wir nach Westen, durch den Wald bis zum Galbadia Garten. Ich war schon öfters dort, das wird schon klappen. Ihr habt es gehört. Wir verlassen Timber und gehen nach Galbadia Garden. Mit mir kommen... genau die. Abmarsch. Passt gut auf euch auf. Nimm das mit. Potion, Phönixfeder, Goldene Nadel, Gegengift, Megapille. Geil, jetzt wird auch keiner während der Fahrt schwanger. Alles nach Büchern absuchen. Das klingt ja so, als ob ich hier fast ein Buch vergessen würde. Aber wir könnten ja jetzt, glaube ich, auch hier im Timber Maniacs. Achso, nee, hier war ich schon. Aber Moment, das heißt nicht, dass es hier nicht was geben sollte. Genau, das Hotel war eigentlich das, wo ich, woran ich gerade als erstes gedacht habe. Hier hatten wir ja schon irgendwas. Darum, also ich würde jetzt auch erstmal zum Hotel laufen. Das ist ja auf der Parallelstraße. Hier einmal runter. Erzähl mir mal was. Scheiße! Ich bin's. Was? Nein! Sag mir doch sowas nicht! Ich habe eine Info. Der Bahnhof Timber wird für eine Weile gesperrt. Was machen wir jetzt? Nur mit der Ruhe. Bis jetzt wurden noch keine vollkommenen Sperrungen eingeleitet. Erst nachdem der Zug nach Garden Ost abgefahren ist. Wir müssen diesen Zug nehmen. Renoir fährt auch mit, oder? Das tue ich. Was ist mit dir, Watz? Keine Sorge, ich sammle weiterhin Infos. Ich komme bald wieder, mach's gut. Squall, pass auf Renoir auf. Sicher ist eben mein Job. Keine Sorge, das ist unser Job. Viel Glück, bis dann. Miau, weg ist er. Aber musstest du mir das jetzt sagen? Jetzt fühle ich mich mies. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich relativ aufmerksam bin. Aber gut, gucken wir jetzt erstmal hier rein, weil eigentlich dürften wir ja jetzt... Ah, schade. Dann wollen wir jetzt mal mit ihnen reden. Ihr wollt die Stadt verlassen? Ich werde euch vermissen. Ihr solltet schnell los, ehe ihr erwischt werdet. Aber passt gut, passt auf euch auf, ja? Viel Glück. Eigentlich wollte ich mich hier anmelden, aber okay. Bitte am Schalter.
Aber ich wollte doch... Ich werde garantiert nicht nochmal neu anfangen. Nicht nach Stunden Spielzeit. Na gut, wir gehen nochmal hier in den Waffenladen. Ja gut, okay, davon haben wir halt eben nichts. Meh. Dann düsen wir mal ab in den Garten. In den, ich glaube, da müssen wir hier lang. Nach Garden Ost. Die anderen sind ja auch hier rüber gerannt. Rinoa, Squall, ich bin's. Ton? Ihr nehmt den Zug nach Garden Ost. Wie wollt ihr die Fahrkarten, bekommen? Stimmt eigentlich. Wir haben das schon wir werden das schon irgendwie schaffen. Mach keinen Aufstand hier. Ich hab hier etwas für euch. Tada! Hier habt ihr eure Fahrkarten. Die Kettenpeitsche, aber die besitzt ihr doch schon, oder nicht? Hier bitte. Drei für euch seht, hier Chef. Und die letzte ist für mich. Okay. Nein, sie ist für dich. Das kann ich nicht annehmen. Das war doch deine Fahrkarte. Oh, mein Magen. Oh, jetzt geht jetzt. Der Zug fährt gleich. Danke. Dann, wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Du musst überleben. Wir werden dann zusammen die Unabhängigkeit feiern. Klar, mach dir keine Gedanken. Ich werde schon irgendwo verstecken. Werde mich schon irgendwo verstecken. Geh jetzt. Okay. Wenn du das sagst, dann muss ich wohl doch nochmal zurück und die Kettenpeitsche holen. Immer das Hin und Her mit mir. Die für Christus. Ja, guck mal, die trägt sie doch schon längst. Das verbessert doch gar nichts hier. Weil ich bin der Meinung, Revolver, also die Waffen, die hier jetzt stehen, außer beispielsweise, oh, Drachenschuppe, fehlt nur noch eine. Außer hier diese mit Teilknöchel. Das sind doch die Startwaffen hier. Also ich weiß auch nicht, warum man die unbedingt kaufen muss oder noch weiter kaufen kann. Aber guti. Also ich glaube, Garden Ost ist dann hier rüber. Und zum Garten fahren wir aber erst in der nächsten Folge. Achso, nee, da gibt es ja eh noch ein Bild vorher. Zack, Tatsache, da ist er. Der Zug. Zum Garten fahren wir in der nächsten Folge. Hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und bis gleich, bald demnächst.